Herzogin Meghan, heimlicher Versöhnungsplan und Charles and Harry. Prinz Harry und Meghan sollen sich mit König Charles III. Versöhnt haben. Ein Telefonat zum Geburtstag des Königs könnte der Anfang sein. Versöhnt sie Harry mit seiner Familie? König Charles III. Ist ein fleißiger Mensch. Am 14. November, seinem 75. Geburtstag, nahm er wie sonst royale Termine wahr. Doch die Menschen in seinem Umfeld wollten das Jubiläum nicht ignorieren, sie beehrten ihn mit einem Ständchen und einer Torte. Dann klingelte das Telefon. Wie britische Medien berichten, war Prinz Harry, 39, am Apparat. Ganz anders klang er als in den grimmigen Interviews. Mit warmen Worten soll er seinem Paar gratuliert haben. Dann reichte er das Telefon an Meghan, 42, weiter, die nicht minder herzlich mit dem König sprach. Schließlich sangen Archie, 4, und Lilibet, 2, für ihren Opa. Charles war gerührt, wie war er zu diesem Geschenk gekommen? Heimlicher Kontakt zwischen Meghan und Prinzessin Kate. Meghan soll mit Kate Kontakt haben. Manche vermuten, dass Meghan hinter der überraschenden Annäherung steckt. Beobachtern fällt auf, dass sich die Herzogin seit einigen Monaten zurücknimmt. Sie ist nicht abgetaucht, sorgt aber kaum für Gesprächsstoff. Am 9. November trafen Harry und Meghan Veteranen in San Diego. Der Auftritt wurde kaum bemerkt. Die Sussexes arbeiteten geräuschlos, wie es Royals gut ansteht. Viele gaben Meghan die Schuld am Zerwürfnis mit der Königsfamilie. Dabei ist es Harry, der als stur gilt und beharrlich in seinem Zorn. Seine Frau ist kontrollierter. Also war vielleicht sie es, die den Prinzen zum Einlenken brachte. Möglicherweise verfolgt Meghan einen größeren Plan. Harry soll sich mit allen Windsors versöhnen. Bei Charles rennt man offene Türen ein. Nur Bruder William, 41, ist eine harte Nuss, er ist genauso stur wie Harry. Daher wird spekuliert, dass Meghan heimlich Kontakt zu Prinzessin Kate, 41, aufgenommen hat. Diese arbeitet, heißt es, ebenfalls für einen Ausgleich, soll gar die Sussexes aus eigenem Antrieb angerufen haben. Das sind zur Abwechslung Gerüchte, die man gern aufgreift. Der Winter ist da, aber die Zeit der Hoffnung ist angebrochen. Dieser Artikel erschien zuerst in der Printausgabe von 7 Tage. Weitere spannende Star-News liest du in der aktuellen 7 Tage, jede Woche neu am Kiosk.